Der Sommer 1989 war für alle Menschen in der damaligen DDR unglaublich faszinierend und prägend. Egal wie jung oder alt man war, niemanden ließ es kalt, was uns jeden Abend in den Nachrichten gezeigt wurde. Tausende, vor allem junge Menschen, kehrten der DDR den Rücken. Das paneuropäische Picknick in Sopron am 19. August 1989 hat die Welt noch ein bisschen mehr verändert als vieles andere in diesen Tagen im Sommer 1989. Die ungarische Regierung hat damals das Signal gesetzt, wir hindern niemanden daran, den Weg in die Freiheit zu gehen. Wenn wir über Ungarn nachdenken und reden, kommt uns Ostdeutschen deshalb immer zuallererst in den Sinn, was dieses Land damals für uns getan hat. Der Tag von Sopron hat allen Menschen Mut gemacht, die auch in ihren Ländern Veränderung wollten und die Ketten des Kommunismus abstreifen wollten. Dafür sind wir nach wie vor unendlich dankbar. Dass wir nun in einem gemeinsamen, geeinten, friedlichen Europa diesen Tag gedenken können, ist eine große Freude. Ich würde mich freuen, wenn jetzt, 30 Jahre später, viele Menschen den Weg nach Sopron finden, um an die Ereignisse von damals zu denken und gemeinsam zu feiern. Es gibt ein großartiges Programm. Ich selbst freue mich auf tolle Begegnungen und Gespräche. Vielen Dank allen, die dabei helfen, diese Feierlichkeiten zu organisieren. Sopron und die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des paneuropäischen Picknicks stehen für alles, was uns in Europa verbindet. Ich finde, das ist ein toller Anlass, sich auf den Weg zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns vom 17. bis 19. August vor Ort.